Mein Name ist Odile Meyer-Dussol. Ich komme aus Nordfrankreich und habe in Lille studiert, Germanistik studiert. Und nach 3 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, um mein Deutsch zu verbessern. In diesen 3 Jahren habe ich Nils kennengelernt, meinen zukünftigen Mann. Bin aber 2 Jahre wieder nach Frankreich, wo ich Deutsch unterrichtet habe. Und in diesen 2 Jahren hatten wir Kontakt und nach 2 Jahren haben wir geheiratet. Meine Großmütter waren nicht begeistert. Ich habe zwei verschiedene Großmütter gehabt. Die eine sprach nicht mit meinem Mann und war frech. Und die andere hatte immer gesagt, während des Studiums, aber du wirst ja keinen Deutschen heiraten, ne? Zweimal das Haus verlassen müssen, hatten die als Kind und was weiß ich, ne? Nein. Aber sie hat wunderbar reagiert. Wunderbar. Dann musste ich mich ein bisschen an das Land gewöhnen. Ich wohnte und wohne immer noch in Kirchhellen, Bottrop-Kirchhellen. Und der Anfang war nicht leicht. Weil ich niemanden kannte. Mein Mann kam aus Darmstadt und ich kam aus Frankreich. Dorfgemeinschaft, das ist ein bisschen schwer. Vielleicht ist das meine Schuld, weil ich diese Feste nicht so gerne habe. Aber ich möchte nicht mehr aus Kirchhellen weg. Und eigentlich die Kontakte und die Freunde, die kamen durch meine Sprache, durch meine Sprache, dadurch, dass ich in der Volksschule dann gearbeitet habe, die Teilnehmer wurden Freunde, aber für immer. Die Tatsache, Französin hier zu sein in Deutschland, ist kein Problem. Ne? Durch die Sprache, ich konnte den Leuten die Sprache beibringen. Da sind Leute, die Frankreich lieben, die die Sprache lieben oder lernen wollen. Und das war natürlich das Beste, was ich daraus machen konnte. Unsere Kinder haben, sagen wir mal so, Ausländer geheiratet, alle beide. Unsere Tochter wohnt in Holland, eine Stunde, Viertelstunde, eine Stunde von uns. Also er ist Holländer und sie hat ganz schnell Holländisch gelernt, Kurse gemacht. Und unser Sohn hat eine Frau kennengelernt, die ursprünglich aus Polen kommt. Wir sprechen alle Deutsch. Wir lernen ein bisschen Holländisch, mein Mann ein bisschen Polnisch. Aber die Familien sprechen zum Glück alle Deutsch. Auch die Eltern von Jim. Das ist natürlich auch viel Glück. Das wäre sonst problematisch, aber das klappt wunderbar. Als ich hier kam, an der Schule, habe ich was ganz anderes entdeckt. Das fand ich so toll, dieses Mitmachen, dieses Mitsprechen. Und das habe ich mitgebracht zur Volkshochschule, hoffe ich, dass es mir gelungen ist. Aber ja, das Unterrichten. Und da war ich auch froh, dass meine Kinder hier Schule haben. Nicht lachen, aber die Sauberkeit, die Ordnung, die ging mir am Anfang ein bisschen auf die Nerven. Wenn meine Nachbarn mir sagten, auf deinem Balkon, Odile, musst du Blumen, Töpfe und so. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte eher Bäume oder ich wollte es anders. Habe ich auch anders gemacht. Am Anfang, ne, diese Seite der Franzosen eben, dass sie dauernd streiken und rebellieren, das geht nicht, finde ich. Also, man muss kritisch sein, der Deutsche ist auch kritisch, aber nee, das ist zu viel. Das kann ich nicht mehr akzeptieren. Allein die Arbeit, die Zusammenarbeit der Parteien. Es gibt ja nicht mehr so viel Unterschied zwischen den Parteien in Deutschland. In Frankreich hat man das Gefühl, die kämpfen nur gegen, statt zusammenzuarbeiten. Und das bringt nichts.
Ja, das empfinde ich für Frankreich und für Deutschland. Also ganz klar, meine Eltern sind jetzt beide gestorben und es ist ein bisschen schwer, das Haus zu leeren und so. Aber und ich liebe Frankreich, ich liebe Deutschland. Und ich habe das Glück, dass mein Mann Frankreich liebt, weil wir oft dann in Frankreich in Urlaub waren. Und dann ist alles gut. Das hätte mir gefehlt. Das hätte mir gefehlt. Er liebt Frankreich genauso wie ich. Aber fürs ganze Jahr, da will ich hier sein. Ja.